So, einen schönen guten Abend an alle Teilnehmer des heutigen Abends. Ja, es ist wieder Mittwoch, 20.30 Uhr und wir finden uns alle hier vor unserem Bildschirm ein und wollen viele schöne Erfahrungsberichte hören. Ja, wir müssen in diesem Zusammenhang unser Heilmittelwerbegesetz beachten. Wir dürfen keine Krankheiten nennen, nur Symptome. Und wenn man von irgendeinem Bekannten Erfahrungsberichte anfängt zu berichten, dann sagen, ich zitiere. Ja, es können bei den ganzen Erfahrungsberichten Angaben gemacht werden, wie und in welcher Höhe die Produkte genommen wurden. Aber Fragen zu dieser Dosierung dürfen wir dann leider nicht beantworten. Wir müssen all diese Sachen beachten, damit wir nicht irgendwie in den Clinch mit unserem Gesetz kommen. Aber wir wissen, wir haben etwas Wunderbares in der Hand und damit können wir sehr viel mit den Selbstheilungskräften unseres Körpers machen. Ja, wer sich nicht getraut, gesehen zu werden, das Ganze wird aufgezeichnet, der möchte bitte die Kamera ausschalten. Ansonsten bitte ich euch alle, wenn es nur geht, die Kamera anzulassen und jetzt schalte ich wieder mal so ein. Wunderbar, wir sehen uns jetzt wieder alle. Ja, ich hoffe, ihr hört mich, denn jetzt sehe ich euch auch. Ja, herrlich, sehr schön. Ja, wir haben früher, wir sind alle ein wenig mit Sonne verwöhnt worden. Ich hoffe, wir sind alle guter Laune und haben auch viele gute Erfahrungsberichte mitgebracht. Ja, bevor ich frage, wer jetzt will oder nicht will, bin ich mal neugierig, ob sich mal jemand wirklich so ad hoc meldet, ohne dass ich großartig viel was sage. Ich schaue, sind noch neue Gesichter da. Wunderschön. Ob sie jetzt ganz neu sind, weiß ich nicht, aber ich kenne sie nicht. Ich würde ganz kurz mal was zu meiner Person sagen, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Gertrud Weiß. Ich bin Apothekerin im Unruhestand und beschäftige mich mit diesem wahnsinnig interessanten Thema, mit diesem Schlüssel für unsere Gesundheit. Und deshalb bin ich auch heute Abend hier und möchte Sie durch den heutigen Abend begleiten. Ja, das zu meiner Person. Ich habe diese Produkte vor ungefähr einem Jahr und drei Monaten kennengelernt. Ja, und sowohl mein Mann als auch ich, wir nehmen sie beide fleißig und haben sehr gute Erfahrungen. Und das Beste ist, dass man vielen Leuten damit wirklich helfen kann, an die Hand gehen kann und ihnen eine viel bessere Lebensqualität schenken kann. Ja, so. Wer ist denn heute Abend dabei, der so ganz von sich aus berichten möchte? Er möchte einfach mal das Mikrofon freischalten und was sagen. Liebe Gerti. Ach, die Elke. Grüße dich, liebe Elke. Schön. Ja, ich wollte dann heute mal das Eis brechen. Tu das mal, obwohl es nicht mehr kalt ist, aber es ist wichtig. Ja. Ihr Lieben, erstmal einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder alle hier zusammen sind. Das freue ich mich alle 14 Tage. Früher war es ja alle Woche, aber jetzt alle 14 Tage freue ich mich. Ja, ihr Lieben, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Elke und ich bin jetzt bei Lifefarm dabei seit letztem Jahr Juli. Habe ganz, ganz furchtbar viele Baustellen gehabt, auf die ich nur ganz kurz eingehen möchte. Ich habe Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalverengung, Arthrose, also alles so richtig schönes, volles Programm.
ist innerhalb kürzester Zeit, 4 bis 6 Wochen, nachdem ich die Produkte eingenommen habe, alles zu 100% besser geworden. Also keine Schmerzen mehr, keine Wassereinlagerungen mehr, Kreuzschmerzen, alles weg. Hat mich phänomenal getroffen, sag ich mal, so mitten rein ins Leben, wo es wehgetan hat, und dann war alles wunderbar. So, meine Kreuzprobleme habe ich 30 Jahre gehabt, also nur unter Schmerztabletten gelebt, und das ist alles gehört alles der Vergangenheit an. Jetzt möchte ich gerne noch ganz akut von meiner Neurodermitis erzählen, weil ich weiß, dass jemand dabei ist, der da sehr drunter leidet. Ich habe seit Kindheit Neurodermitis nur am Kopf und muss sagen, also zu 99% ist es weg. Na, ich habe nur noch mal so kurze Schübe, wenn jetzt so ein Wetterumschwung war, wie es so geregnet hat, dann bekomme ich noch mal einen Schub, der dann so im Gesicht auftaucht. Aber ansonsten ist es wirklich nach 8 Monaten jetzt, seit ich die Produkte nehme, vollkommen weg. Ja, also wirklich nur noch ganz selten. Das wollte ich jetzt mal zum Besten bringen mit meiner Neurodermitis. Und ich weiß, dass es ja bei vielen anderen auch der Fall ist, die diese Problematik haben, dass es halt wirklich hilft. Ja, und was ich jetzt noch hatte, vor 14 Tagen ungefähr, nach unserem tollen Wochenende in Siegburg, hatte ich an der Oberlippe, Peggy lacht schon, einen Herpes bekommen. Und ich vermute fast, dass es von den Strohhalmen kam, die ich da in dem Cocktail hatte. Also an der Oberlippe einen Herpes. Ich habe dienstags ausgesehen wie Daisy Duck. Ganz, ganz schlimm. Habe mir eine Mischung gemacht aus unserem tollen Laminein und unserem Lamiderm in einer ganz kleinen Dose. Das habe ich dann so gemischt, so gerührt. Und habe mir das dann abends, bevor ich ins Bett bin, immer schön, also richtig so hier oben drauf, hier war das, drauf gemacht. Und muss sagen, innerhalb von 4, 5 Tagen habe ich schon gemerkt, dass es besser wird. Also das war wirklich ganz extrem, habe ich so schlimm noch nie gehabt. Und dann nach 1,5 Wochen war schon nichts mehr zu sehen. Also ich kann sagen, vorher, bevor ich die Produkte kannte, habe ich das immer so unter die Nase bekommen oder in die Nase. Und das war wochenlang und hat dann genässt und ist dann komplett aufgegangen, Blut. Und das war alles nicht. Alles ganz normal, ohne dieses, wie man das halt so kennt von dem Herpes. Und das wollte ich jetzt nochmal zum Besten geben. Das ist also auch, wenn man mal sich ein bisschen Gedanken drüber macht, wie könnte man die zum Beispiel das Serum und das Laminein kombinieren, ja, dass man da sich auch eine Salbe machen kann, die halt wirklich gegen solche Wehwehchen dann hilft. Also war ganz, ganz toll. Ja, das wollte ich jetzt mal so von mir aus loswerden. Sehr interessant, liebe Elke. Ja. Aber du scheinst ja so diesen Virus in dir zu haben, den wir ja im Grunde genommen alle haben, aber der wird bei dir dann immer wieder ausgelöst. Ich hoffe, dass du ungefähr nach einem Jahr oder naja, man weiß es nicht, wenn du dann immer wieder diese Produkte und auch Immune dann in dem Fall genommen hast, dann wird das nicht mehr so oft kommen und dann bist du letztlich gar nicht mehr kommen. Das vermute ich mal. Aber Gerti, ich denke auch, weil ich es ja immer an die Nase nur bekommen habe, dass das also schon das Ausreinigen ist. Alle anderen Baustellen bei mir sind ja bearbeitet. Ja, natürlich. Und das ist jetzt so die letzte. Ist aber ganz schnell gegangen. Da hast du aber auch bei deinen ganzen Baustellen ein paar Mal den Finger gehoben. Also ich habe wirklich auch gesagt, ich will ja was tun. Ich will ja für mich was tun und will auch der Welt zeigen, was es mit allen anderen tun kann. Und das war für mich einfach Priorität. Ja, weil wenn man wirklich, ich meine, viele wissen das ja, wenn man dann 30 Jahre mit wirklich massiven Bandscheibenproblemen zu kämpfen hat, man lebt ja ständig unter Schmerzen und man hat ein schmerzverzerrtes Gesicht, man geht gebückt und das war nicht mehr und das muss man der Welt zeigen. Und deshalb habe ich das auch so extrem dann für mich empfunden, dass es so schnell gegangen ist und ich wollte es halt. Das war wichtig. Ganz wichtig. Also hochdosiert oder normal? Ja, hochdosiert. Ich nehme das, was reingeht. Okay. Also ich muss wirklich sagen, ich habe am Anfang normal morgens 2 Laminein, dann also erst die Digestive, eine Digestive, dann 2 Laminein, dann über Tag eine Immune, eine Omega und abends nochmal 2 Laminein und bevor ich ins Bett gegangen bin, eine Digestive. Also ich nehme jetzt mittlerweile morgens 2 Digestive mittags und nachmittags dann 2 Omega und 2 Immune und abends, bevor ich ins Bett gehe, wieder 2.
Digestive neben den Lemminein. Ah ja, du willst wahrscheinlich in die Kleidung passen bis Hamburg. Ja, ja, und wir haben ja gesagt, wir werden 240 oder wie war das? 120. Wir wollen ja nicht übertreiben. Unsere Telomere sind auf 120 ausgerichtet. Okay. Alles klar. Okay, gut, ihr Lieben, das war's von mir. Danke dir, sehr interessant. Ja, gerne. Danke. Ciao. Daniel, willkommen. Wollte was? Ja, du hast dich freigeschaltet. Grüße dich. Ja, ich grüße dich. Ich grüße auch alle anderen. Passend zur Jahreszeit wollte ich mich mal wieder zu Wort melden. Ich habe ja Ende Mai letzten Jahres mitten in meiner Hochzeit der Pollenallergie angefangen mit dem Powerhouse-Paket. Durfte da schon feststellen, dass zumindest mein Augenjucken gänzlich weg war. Ein Schnupfen an sich war noch da. Und ja, und jetzt stelle ich zur Freude fest, wo die Pollensaison wieder anfängt, dass ich bisher keinerlei Symptome habe. Und ich hoffe, dass das bis zur Hochzeit im Juni so anhält. Ne? Weil da ist es am stärksten mit der Allergie. Und ja, das wollte ich nur mal ganz kurz nochmal berichten. Na prima, sehr schön. Ja, man kann es jedem wünschen, der an sowas leidet, dass das allmählich verschwindet und dass man diese schrecklichen Symptome nicht mehr hat. Nach wie langer Zeit hast du dieses gemerkt, dass eigentlich diese Symptome verschwunden sind, nach Einnahme von dem Powerhouse? Ich habe Ende Mai damit angefangen und ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, aber 14 Tage, 3 Wochen würde ich schon sagen, wo ich das bemerkt habe, ne? Also wo es mir aufgefallen ist, ach Mensch, das Augenjucken ist gar nicht da. Mhm. Und es war ja auch einer der Hauptgründe, warum ich damit angefangen habe. Und ja, und jetzt stelle ich fest, Mensch, draußen blüht alles und ich habe keinerlei Beschwerden bisher. Mhm. Und ich hoffe, das bleibt auch dann bis Juni und dann kann ich ja dann nochmal berichten, wenn es dann soweit ist. Na prima. Na dann wünsche ich dir wirklich viel Erfolg und dass wir im Juni dann hören, dass wirklich gar nichts mehr passiert ist, sondern alles gut war. Wunderschön. Ja, das hoffe ich ja auch. Gut, Daniel, ich danke dir. Michael. Ja, hallo an alle. Ich habe heute auch nochmal einen Erfahrungsbericht, nicht von mir, der wurde mir gestern zugespielt von meinem Patenkind. Er hat eine ganze Zeit lang Lemminein und Co. genommen. Ihm ging es damit auch viel, viel besser. Jetzt ist er noch ein junger Kerl. Naja, wie das schon mal so ist. Dann hat er mal wieder aufgehört und hat aber jetzt vor kurzem wieder angefangen. Und er hatte immer Probleme mit seinem Haarwachstum, dass es mittlerweile so war, dass er in der Zwischenzeit sich eine Vollglatze immer nass rasiert hat. Und gestern habe ich dann diese Sprachnachricht von ihm bekommen. Ich spiele die jetzt mal ab und ich hoffe, ihr könnt die hören. Ich nehme mir jetzt... weiß gar nicht, seit Februar oder was, auch regelmäßig wieder morgens und abends die Lemminein, also alles. Alter, mein Haarwuchs, brutal. Langsam ist echt nervig. Ich kann dir gleich ein Bild von meiner Glatze schicken. Ich bin ja eigentlich immer nass rasiert. Übel. Ich kann mich schon wieder rasieren. Gut, jetzt habe ich selbst mal Mittwoch rasiert, aber wenn man mal sieht, was von Mittwoch bis Montag wieder alles an Haaren dazu gekommen ist, ich habe mich am Samstag komplett rasiert, hier Bart und alles, was da schon wieder gewachsen ist, schön wieder. Ja, so, gut, auf dem Bild, was ihr da gesehen habt, sieht man natürlich jetzt nicht ganz so die Härchen, die da wieder kommen, aber vom Gesicht her, vom Bartwuchs, also er ist auf jeden Fall total genervt mittlerweile, weil er sich an seine Glatze gewöhnt hat und jetzt muss er sich viel, viel öfter rasieren. Also man sieht, da scheinen unsere Produkte auch tolle Auswirkungen zu haben. Ja, das ist ja schön. Haarwuchs ist ja immer so, dass der ja schneller stattfindet als die Haare auf dem Kopf. Aber ein Beweis, dass unsere Haare auf jeden Fall wachsen. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch für solche, sagen wir, ab einem gewissen Alter werden die Haare schüttere, sie werden weniger, sie werden dünner, aber durch Lemminein und Co. kriegen die Haare wieder eine andere Struktur, es wird fülliger. Also freut euch alle, die ihr jetzt erst angefangen habt, es kann nur besser werden. Ja, danke dir. Darf ich gerade mal, Gertraud, ja. Darf ich gerade zu den Haaren noch einen Kommentar
Und zwar hatten wir ja letzte Woche das Treffen in Siegburg und da war ja auch ein Partner von uns dabei. Ich zitiere, seine Haare sind von weiß auf wieder seine normale, ursprüngliche, frühere Haarfarbe zurückgegangen. Mhm. Ist in der natürlichen Haarfarbe wieder nachgewachsen. Und er hat vor ungefähr anderthalb Jahren auch mal ganz viel abgenommen. War dann so an einem Punkt, wo er nicht mehr abnehmen konnte. Dann hat er von uns die Produkte bekommen und nimmt seitdem ohne irgendwelche Änderung des Essens kontinuierlich weiter ab. Also er hat jetzt seit letzter Woche, sagt er, kann er sich schon wieder andere Hosen kaufen, weil er abnimmt, ohne dass er überhaupt darauf achtet. Ja, das sind gerade so zwei Punkte, die Haare in der Naturhaarfarbe wieder und halt das Abnehmen, phänomenal. Das habe ich auch gemerkt. Also meine Haare werden auch immer besser, aber sie sind immer noch graumeliert. Aber ich kann ja nur hoffen. Aber hier dunkler, oder? Die werden doch an der Seite bei dir auch ein bisschen dunkler. Ja, hinten auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Schön. Ja, ja. Also das kann ich auch bestätigen. Ja, und wir, sagen wir mal bei ihm, dass er ganz ist, er jetzt die Farbe, ist die ganze Farbe wieder zurück, oder? Mhm. Okay. Gut, danke dir, liebe Elke. Danke. Gerne, gerne. Dann, Gertrud, hier ist die Peggy, die würde auch gerne noch dann gleich da einhaken. Ja. Also auch bei meiner Schwiegermutter, die ist jetzt 82, ich habe es ja schon öfter mal erwähnt, die hat also wirklich ganz weiße Haare durch zwei Krebserkrankungen relativ früh schon, bestimmt schon seit 30 Jahren, die ist also schlohweiß gewesen. Und inzwischen hat sie wirklich richtig, also hier oben eine richtig große Insel, die richtig pechschwarzes Haar bringt. Die hinten, wie auch bei dir, Gerti, hier hinten wird alles schwarz, die Seiten werden wieder schwarz. Also das ist wirklich phänomenal. Ich meine, man weiß nicht, ob es jetzt mal der ganze Kopf wird, aber diese Inselstruktur, die bildet sich und die Haare wachsen auch, die sind dicker geworden, voller geworden. Also selbst die Friseurin hatte sie jetzt angesprochen, der ist das aufgefallen, was sie anders machen würde. Naja, und wie das so ist, die Schwiegertochter gibt mir da irgendwelche Pillen. Und sagt sie, ja, nehmen Sie so weiter, Sie helfen. Und also das ist wirklich eigentlich sehr beachtlich. Und auch bei meinem Mann, der also ähnlich wie von Micha erzählt, ja eigentlich so mehr eine Glatze hat, der ist auch, ich meine, gut, wir haben jetzt das Frühjahr, da wachsen die Haare eh schneller, ne, und wieder intensiver. Aber auch er muss jetzt öfter rasieren, weil der Haarwuchs einfach schneller vonstatten geht als früher. Und er nimmt die Produkte ja auch seit voriges Jahr August, morgens und abends zwei Laminine. Also das ist schon beachtlich, wie sich da die Haarstruktur und auch so die Haut verändert. Also, sehr schön. Danke dir, liebe Peggy. Da können sich die Friseure und die Kosmetikerinnen freuen. Also die Kosmetikerinnen weniger, denn die Haut wird ja immer besser. Da muss kaum noch was gemacht werden. Aber die Friseure haben immer mehr Arbeit. Hervorragend. Danke dir. Ja, Gabriele Wagner, wo bist du? Kannst du dich freischalten? Ja, danke dir. Hallo, schönen guten Abend. Liebe Gerti. Ja, also ganz ehrlich, also ich wollte dann auch noch neben meinen ganzen anderen Baustellen, die sich ja wirklich so toll entwickelt haben, habe ich eigentlich nie damit gerechnet. Ich hatte ganz, ganz, ganz dollen Haarausfall. Ich hatte richtige Geheimratsecken. Und ich war jetzt gerade letzte Woche beim Friseur und die hat gesagt, was ist denn das? Da kommen ja überall neue Haare. Ich habe hier vorne so, also bei mir war es ja schon ganz hinten und ich habe jetzt richtig einen Kranz, der sich hier jetzt neu bildet. Toll. Und man muss mal bedenken, ich nehme unsere Produkte erst seit Mitte Januar. Was? Echt? Das ist unfassbar. Und was sich bei mir in dieser kurzen Zeit getan hat, also ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle, ich habe keine Beschwerden mehr. Das ist unfassbar. Ich hatte ja immer ausstrahlende Schmerzen, gerade unten im Rückenbereich, ins linke Bein. Ich bin mal durch die Fußgängerzone bei uns gegangen, also, und dann knickt mir das Bein einfach weg, als ob das Bein nicht mehr da war.
das ist weg. Ich habe da nicht, ich spüre einfach nichts mehr davon. Das ist unfassbar. Dann meine ganzen Arthrosen. Ich hab keine Schmerzen. Ich brauche keine Mittel mehr einnehmen. Das ist, ich bin einfach nur glücklich. Das wollte ich jetzt einfach mal so. Das ist schön. Das ist schön. Sag mal, nach welcher Zeitspanne? Also du hast im Mitte Januar angefangen. Und wann hast du deine Medikamente, die du vorher eingenommen hast, aufschleichend dann vergessen einzunehmen? Oder? Nein. Ich bin Physiotherapeutin und ja. Ich habe dann gedacht, also ich kenne meinen Körper ganz gut, jetzt achte ich mal drauf, ich lasse die Medikamente weg, um dann zu spüren, was sich tut im Körper. Okay. Na? Das kannst du so machen, klar. Aber natürlich, das muss jetzt niemand so nachahmen. Ja. Aber ich bin ja auch durch meinen Beruf ein bisschen so ein Skeptiker und deswegen wollte ich dann eben auch wissen, wie sich das wirklich anfühlt, wenn nichts anderes mehr genommen wird. Ne? Mhm. Ich hatte dann nach 2 Wochen erstmal eine Erstverschlimmerung, gerade was meine Arthrosen anging, aber das waren nur die Arthrosen. Das war so 4 Tage lang. Da habe ich gedacht, wow, selbst im Ruhezustand hat das gezwickt und gemacht und getan. Aber ich habe gedacht, ey, ganz ehrlich, Gabi, du hältst das jetzt mal aus. Und nach 4 Tagen war alles weg und seitdem habe ich nichts. Wow. Wie lange hattest du das vorher schon? Ab meinem 36. Lebensjahr und ich bin jetzt 58. Na, Wahnsinn. Also, dann hat das auch sehr, sehr schnell gegriffen. Also, Selbstheilung deines Körpers hat sofort angefangen. Ja, und ich war wirklich, also, ich weiß, dass mein Mann ja mit den Produkten angefangen hat. Und deswegen bin ich dann ja letztendlich zu Life Farm gekommen. Habe dann gesehen, dass er immer morgens, der war so voller Lebensfreude und ist so wach geworden. Das kannte ich von ihm überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, vielleicht ist ja doch was dran. Und dann habe ich einfach, ich denke mir ganz einfach, man sollte dann auch einfach mal probieren. Wenn man sieht, ne, dass es anderen hilft, dann kann man ja auch mal sagen, okay, testen wir mal aus. Ne? Und ich kann nur sagen, also ich bin total begeistert. Total. Ja. Auch als großer Skeptiker kann man so wunderbare Resultate haben. Ja, es ist auch gut. Es ist auch gut, im Grunde skeptisch zu sein und dann eines Besseren belehrt zu werden. Das ist sehr schön. Und danke dir für deinen Bericht. Das ist auch für andere vielleicht ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Bitteschön. Danke dir, liebe Gabi. Okay. Ja. Ja, das war wirklich mal sehr interessant. Hat jemand, jetzt habe ich eine Frage in die Runde, hat jemand gute Erfahrungen mit rheumatischen Erkrankungen? Ich bräuchte am Karfreitag mal einen sehr guten Bericht für jemanden, der schon seit längerer Zeit an Rheuma leidet und das würde ich dem dann gerne zeigen. Hat jemand in der Runde so etwas für mich, dass wir das auch aufnehmen? Und mal hören, wirklich rheumatische Erkrankungen, also nicht, also Rheuma, aber wirklich nicht nur Weichteilrheuma, sondern eben, wie man das so im wahrsten Sinne des Wortes kennt, mit wahnsinnigen Schmerzen, dass die Ärzte sogar auf Morphium greifen. Ja. Leider niemand in der Runde. Schade, ich hätte gerne mal sowas gehört. Ja, ansonsten gibt es doch bestimmt noch jemanden, der etwas für uns zu berichten hat. Ja. Ja, wenn da niemand drin ist, der was berichten möchte. Ja, dann würde ich gerne den Nils nochmal fragen, wenn er da ist. Denn Nils ist ja erst seit kurzem dabei. Und ich weiß, Nils hat immer wieder mal irgendetwas Neues für uns
zu berichten. Vielleicht hat er auch diesmal etwas. Es sind ja immerhin schon wieder 2 Wochen vergangen. Und in 2 Wochen kann ja so allerhand passieren. Ja, das stimmt. Warte, ich mach mal kurz das Licht an. Sonst gut, sieht man dich ja gar nicht. Genau, wir wollen dich ja auch sehen. Genau. So. Prima. Grüße, lieber Nils. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Also bei mir gibt es bis jetzt nicht wirklich was Neues, alles noch beim selben Stand. Meine Rückenschmerzen sind nicht mehr da, also mein Körper, der regeneriert sich wirklich super schnell. Ich hatte heute Schleifarbeit gemacht und da stand ich halt dann mit krummem Rücken. Mhm. Und dann habe ich halt so nach einer Stunde gemerkt, oh, das tut weh, das ist jetzt wieder komplett weg. Und das, ich weiß, dass das vorher nicht so war. Das war vorher auch am nächsten Tag noch und hat dann auch oft länger angehalten. Ne? Also das muss ich wirklich sagen, der Körper regeneriert sich extrem schnell. Doch, ich habe noch was und zwar auch wieder zum Thema Haare. Ich hatte, bevor ich mit Lemonine angefangen habe, immer, wenn ich meine Haare gekämmt habe, hatte ich so nach 1-2 Tagen die Bürste voller Haare. Und jetzt kämme ich mich eine Woche mit der Bürste und da ist so gut wie nichts drin. Ne? Also mein Haarverlust hat auf jeden Fall aufgehört. Ja, ich habe dann noch eine Frage von meiner Mutter. Mhm. Und zwar hat sie immer noch diesen Blähbauch. Und sie fragt, also 4 Wochen nimmt sie die Sachen jetzt. Mhm. Und das ist noch nicht besser geworden. Nochmal eine Frage an dich, Nils. Wie Digestiv nehmen Sie denn? Eine morgens und eine abends. Sie sollte vielleicht mal versuchen, 2 und 2 zu nehmen. 2 und 2? Ja, ja. Ich bin ja Laktose. Und? Ja, sie sagt, sie hat ja Laktose und also Laktoseintoleranz. Ja, genau. Und sie hat das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, dass sich deswegen... Ja, könnte sein, weil es immer noch repariert. Mhm. Darf ich dazu kommen? Ja, klar. Aber sicher, liebe Jasmin, bitte. Nils, gerade weil sie Laktoseintoleranz hat, sollte sie das erst recht nehmen. Mein Sohn hatte ja auch ganz starke Laktoseintoleranz gehabt und hat sie verloren praktisch dadurch. Ja, die ist weggegangen. Der konnte nachher alles wieder essen und trinken und heute sowieso alles. Aber ich habe ihm damals auch empfohlen, das Digestive erhöht zu nehmen. Ja, also der hat angefangen mit 2 morgens, 2 abends und hat später sogar noch mal mittags 2 genommen. Ja. Gut, jetzt reicht es ihm, wenn er 1 morgens, 1 abends nimmt. Ich meine, er ist jetzt auch erst 29 schon, aber, 28, sorry. Aber trotzdem am Anfang ein bisschen mehr. Und gerade wenn jemand einen Blähbauch hat, dann hat das ja berechtigte Gründe, erst recht Digestive mehr zu nehmen. Nicht zu viel, aber mehr und nicht nur ein. Wie viel hattest du gesagt, nimmt sie 1 morgens, 1 abends, ne? Ja, genau. Aber, wann nimmt sie die denn morgens? Ich schätze mal so gegen, direkt. Direkt, wenn sie aufsteht. Also auf nüchternen Magen? Genau, auf nüchternen. Die Uhrzeit ist nicht relevant, sondern dass sie es auf nüchternen Magen nimmt und sie nimmt es auch ganz alleine und nicht direkt Kaffee hinterher, oder? Doch. Das soll sie weglassen, auf jeden Fall, denn das ist nicht gut. Also erst... Was meine Empfehlung für euch, ja? Ich meine, was die Mama nachher macht, ist natürlich ihre Entscheidung. Meine Empfehlung, 2 Digestive auf nüchternen Magen, am besten bevor sie ins Badezimmer zum Zähneputzen geht, als erstes 2 Digestive und zwar mit stillem Wasser eingenommen. Ganz wichtig, nicht mit Sprudelwasser, okay? Mhm. Danach etwas warten, Zähneputzen, Badezimmer und so weiter, was man halt so macht morgens. Dann 2 Lemonine nehmen, auch noch auf nüchternen Magen. Später dann, ne? So 15, 20 Minuten. Und danach erst 20 Minuten später, dann kann sie den Kaffee trinken. Ist nicht gut, aber kann sie. Aber nicht mit den Digestiven zusammen. Das ist einer der Gründe und der häufigsten Gründe, dass diese Produkte nicht richtig eingenommen werden. Und das ist schon arg relevant, ja, weil ja die alle ihre Funktion haben, ne? Hm. Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, wie Digestive ist der Vorbereiter für Lemonine, ja? Hm.
Erst Digestive, warten, ja. Laminein, warten, frühstücken. Okay, darf man denn anstatt einen Kaffee, sage ich mal, einen Tee trinken? Ja, sie kann natürlich Tee trinken, das ist überhaupt optimal. Ohne Zucker wäre gut, ja. Und wenn sie, es gibt ja Menschen, die können auf den Kaffee nicht verzichten oder sagen, wir wollen nicht, dann mit Wasser, also ne, immer Wasser hinterher trinken. Ja, aber Tee ist optimaler, wesentlich besser, auf jeden Fall, ohne Zucker. Ja. Sehr gut. Dann sag deiner Mama ganz liebe Grüße, unbekannterweise. Ja, danke. Ja, mache ich. Meine Mutter hat noch eine Frage. Wenn ich jetzt so viel Digestiv nehme, muss ich dann auch mehr Immune und... Nein, das nicht. Weil, was heißt viel? Also die normale Dosierung ist ja... Ja, gut, ist normalerweise, ich weiß, das Powerhouse ist 222, ich gehe mal von hier aus. Nee, musst du nicht mehr nehmen, auf gar keinen Fall. Und du kannst auch mal schauen, wie es dir geht nach einer gewissen Zeit und kannst dann ja von 22 auf 11 auch wieder minimieren. Okay. Ja, gut, danke schön. Okay. Ja, gerne. Eine kurze Frage, also mit Blähbauch meine ich auch, dass die Luft drinnen bleibt, also die kommt nicht raus, ne? Das ist das Problem. Das ist aber ganz klar. Also ich glaube, das kann Gerti gleich auch bestätigen. Da tut sich jetzt gerade sehr viel im Bauch. Und deswegen, schon allein auch deswegen, wäre es gut für sie, eher auf den Tee umzusteigen. Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Also ich würde vom Kaffee absolut Abstand nehmen. Wenn sie schon diese Blähungen hat, dann sollte sie vielleicht auf einen Tee umsteigen, der auch gegen Blähungen ist. Aber das Digestiv, das hat ja diese Eigenschaft, dass es erstens einmal im Magen unsere Magensäure wieder reguliert, dann im Darm die Darmbakterien wieder ins Gleichgewicht bringt und die Enzyme, die helfen dabei, dass wir aus der Nahrung wieder alles wieder richtig aufnehmen können, weil ja die Verdauungsenzyme allmählich im Körper nachlassen. Und das deutet eben darauf hin, dass die Baustelle noch recht groß ist und dass da viel, viel gemacht werden soll. Also soll sie beruhigt von Digestiv 2 morgens nüchtern und am Abend und vielleicht sogar vor dem Mittagessen eine Digestiv nehmen. Mhm. Das würde ich sogar. Und genügend trinken. Wie viel trinkt sie denn am Tag? 3 Liter Wasser. Ja. Aber stilles Wasser? Ja, sie sagt 2 Liter Wasser und noch Karo-Kaffee. Okay, also und stilles Wasser oder Sprudelwasser? Leitungswasser, ja. Leitungswasser, das ist gut, ja. Mhm. Wenn die Rohre im Haus gut sind, dann ist das in Ordnung. Ja. Ja, Leitungswasser ist sowieso, das kam letztens auch mal im Fernsehen, dass das, kontrolliert ist, ne? Das wird mehr kontrolliert wie alles andere. Absolut. Nur müssen die Rohre im Haus noch in Ordnung sein. Ansonsten ist das wirklich das Bestkontrollierte. Ja. Ja, und meine Mutter energetisiert das auch zusätzlich noch. Ne? Ah ja, okay. Aber sie darf sich gerne auch mal zeigen, dass wir sie auch mal sehen. Die möchte jetzt gerade nicht. Okay. Aber vielleicht ein nächstes Mal. Wenn sie dann die guten Resultate hat, dann kann sie sich gerne mal zeigen. Einen schönen Gruß an sie. Und wir sind neugierig, was sie vielleicht zum nächsten Mal zu berichten hat. Bis dann, wenn sie sich schon erledigt haben. Gut, ich danke dir, lieber Nils. Sehr gerne. Wenn wir dann jetzt gerade schon bei Laktoseintoleranz sind, da habe ich nämlich auch einen Erfahrungsbericht. Ich habe über Jahrzehnte lang immer Sodbrennen gehabt und auch immer sehr, sehr viele Blähungen, wenn ich Milchprodukte zu mir genommen habe. Und ich habe immer sehr gerne Milch getrunken. Wie auch immer, als ich angefangen habe, die Produkte zu nehmen, hatten wir ja gar keinen Digestive in Deutschland, sondern nur Lemonine. Da habe ich schon gemerkt, es hat sich erheblich reduziert. Und dann irgendwann später, als wir Digestive hatten, habe ich die dann auch genommen. Ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat. Auf jeden Fall, ich kann jetzt wieder Milchprodukte zu mir nehmen, Pudding essen, Milch trinken. Sodbrennen weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Also es dauert zum Teil, aber definitiv bei mir ist es verschwunden. Und ich würde dir eventuell auch empfehlen, oder vielmehr deiner Mama, eine morgens auf nüchternen Magen zu nehmen und dann eine Digestive entweder direkt vorm Essen oder beim Essen. So mache ich es mittlerweile. Ja. Ja, danke Michael für deine Ergänzung.
Ja, ihr Lieben, wenn sich niemand mehr freiwillig meldet, dann sage ich, wir haben so eine gute halbe Stunde. Ja, Traut. Ja. Moment, ich habe gerade gelesen, in dem Chat ist noch ein schöner Bericht. Vielleicht magst du den noch vorlesen. Ah, ja. Gut, Carmen, die leider das Mikrofon nicht richtig freischalten konnte, die schreibt uns, ich benutze Lemminein seit dem 1.2.19 und habe festgestellt, dass ich besser schlafe, viel weniger Haare verliere. Vorher war das halbe Waschbecken voll nach dem Kämmen. Meine Schmerzen in den Knien weniger geworden sind. Leide seit über 20 Jahren an Schulter-, Knie- und Fingergelenkarthrose. Boah, das ist ein guter Bericht. Ja, hervorragend. Ja, das ist wirklich gut. Und der 1.2., mein Gott, das sind gerade mal 2 Monate. Danke, danke, liebe Carmen, für diesen großartigen Bericht. Und wir wünschen dir auch weiterhin alles Gute und die besten Erfahrungen. Danke dir. Ja, da ist jetzt noch der Jörg, der die Hand gehoben hat. Ja, hallo, liebe Gerti. Hallo, grüße dich. Viele Grüße auch in die ganze Runde. Ja, ich habe die letzten beiden Male schon ein bisschen meine Berichte abgegeben. Ich bin ja seit dem 15. Februar, habe ich die Produkte bei mir. Und ich habe schon zuletzt schon gesagt, dass es bei mir jetzt nicht dieses Hammermäßige ist, aber ich merke einfach nach und nach, wie sich alles immer mehr verbessert. Und vor allen Dingen mein rechtes Knie, da spüre ich schon fast gar nichts mehr. Da hatte ich ja Arthrose drin. Ne? Jo. Deswegen, ich wollte es nur einfach nochmal so dazu sagen. Und jetzt habe ich aber auch nochmal eine Frage zum Thema Wasser, weil ich habe mal was gehört vom Thema Umkehrosmose und so weiter, dass man darauf achten sollte beim Wasser. Weißt du da was? Also da würde ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen mit dem Wasser. Es sollte ein gutes Wasser sein, welches wenig an Stoffen enthält, also deshalb das Leitungswasser, das ist wirklich eine gute Lösung. Von dem Wasser mit Umkehrosmose, da habe ich jetzt von meiner Seite aus nicht so viel gehalten. Es mag sein, dass es gut ist, ich möchte nichts schlecht machen, okay. Aber zum Thema Wasser, da sollte man sich dann außerhalb dieses Tums unterhalten. Wichtig ist ein gutes Wasser, welches den Säure-Basen-Gehalt im Körper nicht ins Durcheinander bringt. Und Wasser ist, sagen wir, das beste Lösungsmittel, das beste Transportmittel. Deshalb sollte man achten, dass es wirklich in Ordnung ist. Und am besten eben stilles Wasser. Jörg, wenn über das Thema Wasser, da muss man sich dann eben separat unterhalten. War jetzt nur so das Thema. Ja. Ich meine, ich habe schon vor längerer Zeit umgestellt, dass ich nur noch stilles Wasser trinke. Ne? Aber im Grunde genommen, ja, wenn man überlegt, diese ganzen Plastikflaschen ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, das Beste ist dann doch wieder Leitungswasser, oder? Ja, eben. Diese Plastikflaschen, das ist nicht unbedingt die Lösung, die wir brauchen. Ja. Darf ich noch was sagen? Natürlich. Also ich habe damals eine Doku geguckt, die heißt Water, die geheime Macht des Wassers. Das kann man auf YouTube sich anschauen. Und seitdem trinke ich wirklich nur noch Wasser. Allerdings, ich hatte anfangs immer die Weißglasflaschen genommen. Und so nach einer Woche, obwohl ich die jeden Tag sauber gemacht habe, haben die angefangen zu stinken. So, wahrscheinlich, weil sich da Bakterien gebildet haben. Und dann habe ich mich halt wirklich informiert und habe jetzt seit über 1,5 Jahren mir mal so eine Miron-Glasflasche geholt. Die ist was teurer, also eine Flasche kostet 12 Euro, aber die sind wirklich super, ne? Und das ist halt ultraviolett, ne? Und ultraviolett hat auch die höchste Schwingung, wie jeder weiß. Und da ist bis heute kein Geruch oder irgendwas entstanden. Du meinst, das sind ja diese Dunkelglasflaschen. Also genau.
Mironenglas. Das ist, wenn man das gegens Licht hält, ist das so lila, ne? Kriegt man sowas? Ich habe mir das auf Amazon bestellt. Musst du einfach mal eingeben, Mironenglas. Vor allen Dingen ein Glas. Und wie in der Apotheke, da muss es eben das dunkle Glas sein. Das schützt eben sehr gut. Ja. Ja, das ist ein guter Beitrag. Danke dir. Ja. Gerne. Ich habe keine andere Firma oder so zu erwähnen, dass das Wasser von dort oder von dort kommt. Da nehmen wir das Wasser aus dem Wasserhahn. Aber haben die Flaschen. Ich nehme immer gefiltertes Wasser. Ja. Also vom Wasserhahn. Ne? Ja. Das fülle ich mir dann in die Flaschen ab und das reicht dann. Prima. Wir sehen ja, dass du auch mit der Kombination Wasser und die Produkte sehr gute Erfahrungen machen kannst. Und die Mama wohl dann vielleicht nach einer Zeit auch. Ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Sie trösten, wir haben in unserer Gruppe auch jemanden, der genau solche Probleme hatte. Und das hat auch so über 4 Wochen gedauert, weil eben schon von langer Zeit hin, die wusste auch, dass sie da genau Probleme hat. Also sie muss nur durchhalten. Ich bitte jeden, durchzuhalten, lieber ein wenig mit der Dosierung herumzuspielen und zu sehen, was einem dem Körper am besten bekommt. Und dann kann man es bestimmt schaffen, dass man wieder in den positiven Bereich kommt. Dass diese Erstverschlimmerungen und diese Entgiftungserscheinungen verschwinden. Ja. Gut, danke. Also, meine Lieben, wenn sich niemand mehr meldet, dann melde ich mich ab. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ja, aber in 2 Wochen bin ich wahrscheinlich nicht da, denn ich fahre an die Nordsee. Und dann werde ich den Michael vielleicht bitten, dass er den zumacht. Es sei denn, ich habe ein sehr gutes Internet dort. Nach Hamburg fahre ich dann an die Nordsee und bin dann gerade noch an der Nordsee. Also ihr könnt mich dort dann besuchen. Herzlichen Dank, liebe Gerti. Also ich sehe gerade, in 2 Wochen, das ist Mittwoch, der 1. Mai, ist ein Feiertag. Vielleicht sollten wir das ausfallen lassen, oder? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir es dann nicht am Mittwoch, den 8. Mai machen. Wie seht ihr das? Ihr seid jetzt noch 38 Teilnehmer in dieser Gruppe. Also ich von meiner Seite wär auch am 1. Mai dabei, weil die Woche drauf, gut, aber das ist ja bei mir persönlich, dann bin ich wieder in meiner Nachtschicht und muss nicht dabei sein. Aber das entscheidet ihr mal. Aber ist es nicht so, dass wir jetzt immer abwechselnd machen, irgendwelche Zoom-Calls mit... Ja. Und das wäre dann ja... Den 3. und die anderen dann den 2. und den 4. Ja. Genau. Also, das müsst ihr entscheiden. Wir besprechen das noch, Michael, und dann geben wir es rechtzeitig in den Gruppen bekannt. Okay? Genau. Immer. Super, danke. Jasmin. Ja. Okay, meine Lieben, ich danke allen, die heute auch so schöne Erfahrungsberichte geliefert haben, die uns alle bereichern und uns allen weiterhelfen. Und ich wünsche euch alles Gute, schöne Osterfeiertage. Danke, Gerti, dir auch. Tschüss. Tschüss. Frohe Ostern. Tschüss. Tschüss. Ciao.